Eichstätt, eine 13.000 Einwohnerstadt in der Mitte Bayerns. Geringste Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Zahlreiche kleine Läden prägen das Bild der Innenstadt. Wer aber genauer hinsieht, bemerkt die vielen leeren Schaufenster. Wie viele Kommunen hat Eichstätts Einzelhandel mit Leerständen zu kämpfen? Als Standortbeauftragte ist Beate Michel mit der Materie bestens vertraut. Viele inhabergeführte Geschäfte stehen vor der Problematik, dass sie keine Nachfolger haben. Größere Geschäfte, die Franchise-Unterläden betreiben, kommen nicht mehr in so eine kleine Stadt wie in Eichstätt. Und vor diesem ganzen Hintergrund entstehen Leerstände. Und natürlich ist auch der Onlinehandel ein Problem für die Innenstadt. Es gibt leider Gottes immer mehr Menschen, die den kurzen, einfachen oder kurz gedachten und einfachen Weg ins Internet gehen. Und immer weniger, die sich auch die Zeit nehmen möchten, überhaupt zu sagen, ich mache mir die Mühe und gehe hier irgendwo schauen, was es vor Ort gibt. Doch Eichstätt sucht nach Lösungen. So betreut Beate Michel die städtischen Förderprogramme zur Bekämpfung der Leerstände. Unter anderem das sogenannte Leergutprojekt. Leerstehende Geschäftsräume können vorübergehend von Privatpersonen gemietet werden. Man kann da also leerstehende Ladenlokale beleben und geht dann immer vier Wochen bis drei Monate in so einen Leerstand rein. Und die meisten, die bisher gelaufen sind, waren halt vor allem Kunstausstellungen. Wir haben halt hier jetzt auch eine Veranstaltungsreihe zum Thema Leben ist Kunst. Und heute haben wir einen Schriftsteller hier, der uns was vorliest, der aus der Poetry Slam Szene kommt. Die Stadt unterstützt die Projekte von Künstlern und Start-up-Unternehmen organisatorisch und finanziell. Eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Junge Unternehmer oder Künstler können sich ausprobieren. Der Leerstand stellt sich nicht mehr als leerer Laden, sondern als belebtes Element dar. Meine Schwester hat mir zum Geburtstag dieses Projekt geschenkt und dann wollten wir also einen Raum suchen in Eichstätt, weil wir dachten, dass die Stadt sehr offen dafür ist, und haben dann auf der Immobilienseite im Internet die Läden durchgeschaut. Die Stadt arbeitet eng mit dem Verein Pro Eichstätt zusammen, ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden. Um eben als Einheit auch die Möglichkeit zu haben, für Sponsoren oder für Zuschüsse interessant zu sein oder generell Zuschüsse zu akquirieren, um Veranstaltungen zu veranstalten, um Leben in die Innenstadt zu bringen. Eine Aktion des Vereins ist das Gutscheinsystem. Damit lässt sich geschäftsübergreifend in teilnehmenden Läden bargeldlos bezahlen. Generell ein Problem in den kleinen Städten ist halt die Frequenz, dass überhaupt genug Leute in die Stadt kommen. Und da ist es sehr wichtig, dass man sich auch zusammentut und vernetzt und Veranstaltungen fährt, die überregional Menschen in die Stadt überhaupt reinbringen. Gutscheinsystem und Leergutprojekt sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ob die Konzepte der Stadt und von Pro Eichstätt auch dauerhaft etwas gegen die Leerstände ausrichten können, wird sich noch zeigen müssen. Aber die Beteiligten wollen sich weiter für eine belebte Innenstadt engagieren.